herzlich willkommen zum besten Filmquiz aller Zeiten für eine Handvoll Donuts hier auf Cinema Strikes Back. Ich bin Jonas, euer Moderator heute, und ich habe zwei wundervolle Gäste im Gepäck. Ich bin Yves von Moviepilot, und um den großartigen Ivan Drago zu zitieren, I must break you. Ich bin Alper von Cinema Strikes Back, und heute drehen wir eine Sonderfolge von Killing Eve. Wir spielen heute 16 Fragen in 4 Kategorien, und am Ende gibt es noch eine finale Bonusrunde, bei der ihr richtig, richtig viele Punkte abstauben könnt. Wie viele? Wenn ihr es denn schafft, theoretisch sehr viele. Und der großartige Gewinner gewinnt natürlich eine Handvoll Donuts. Ich habe für euch heute einige Fragen mit im Gepäck. Wir haben unter anderem auch Soundtrack-Fragen, Bilder-Fragen, Schätzfragen, Nacheinander-Fragen. Was das alles ist, werdet ihr im Laufe vom Quiz dann sehen. Ich bin so schlecht in Schätzfragen. Sind es Filmthemen? Comic-Themen? Es sind Filmthemen. Ich kann die euch natürlich auch direkt mal vorstellen, welche Kategorien wir heute haben. Na gut. Kategorie Nummer 1 lautet: Lass den Wookie gewinnen. Das sind Fragen zum Star Wars Universum. Lass den Wookie gewinnen. Ja, okay. Aber das wäre ja ich. Bist du der Wookie? Nee, du bist hierum der Wookie und er ist hierum der Wookie. Oh, stimmt, stimmt. Ja, zusammen sind wir dann weg, der Wookie. Genau. Aber das heißt, einer von uns beiden wird gewinnen, das wissen wir ohnehin schon. Nee, vielleicht musst der andere du Backer. Dich vor ihn stellen und dann muss das so. Ja, genau. Und weißt du was? Ich hatte gestern noch so einen richtigen Bart, vorgestern. Ja. Und ich wollte ihn mir nur trimmen und ich Trottel hatte keinen Aufsatz. Und das ist so. Ey, ist mir schon dreimal passiert. Ja, Katastrophe. Ja. Ich so, nein. Ich kenne das. Ja. Ich hatte das sogar schon mal im Kopf. Oh, gut, wow, Respekt. Die zweite Kategorie lautet: The Dark Knight ratet. Das sind Fragen zu Batman. Yes. Okay, Star Wars Batman bisher, ja. Passt gut, gerade auf Moviepilot Rewatch. Bist du auch Batman-Fan? Rewatch, gerade Reihe auf Moviepilot. Ich bin ready für Batman. Ich bin immer ready für Batman. Jetzt kommt eine Kategorie, die euch wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Oh, oh wow, okay, nee. Wo ihr euch nicht so gut auskennen werdet. Okay. Diese Kategorie lautet: Avada Kedavra. Harry Potter-Fragen. Oh, ich bin so schlecht da drin. Oh Gott, okay. Ich habe den einzelnen Film bis dato nur einmal gesehen und dieses Jahr zum ersten Mal. Was ist denn die vierte Kategorie? Okay, ich sehe. Die vierte Kategorie ist Paranormal Activity. Schon mal Punkte für, ich finde den Titel der geil. Der Titel ist großartig. Aber worum geht's? Geht's um Horrorfilme? Horrorfilme. Oh, okay. Ihr dürft natürlich wieder auswählen, um wie viele Punkte und in welcher Kategorie wir spielen, aber dafür brauchen wir jetzt erstmal den ersten Gewinner, und da habe ich eine wundervolle Anfangsfrage für euch vorbereitet. Eine Schätzfrage. Oh. Ich will von euch wissen, wie viele Minuten dauert Pulp Fiction? Wie viele Minuten? Ja, Minuten. Okay. Nicht Sekunden, ich will Minuten. Darf ich zeigen? Noch nicht. Okay. Noch verdeckt halten. Du kannst es gerne so vor dich stellen, dass es die Zuschauer und Zuschauerinnen noch nicht sehen können. Dann bist du deine Meinung noch mal ändern. Gut, dass es nicht um Punkte geht. Nee, warte. Okay. So, und dann so rum hinstellen, dass man's. Schau mal, wie bei mir so. Andersrum. Ach so, okay. Andersrum. Ja, ist okay. Ist schau okay. Mal so, eigentlich so. Und dann dreht man's um. Okay. Aber jetzt ist es ja, jetzt ist es ja egal. Ich hab 145 Minuten. 149. Nicht schlecht. Einer von euch ist nur 5 Minuten davon entfernt. Von der richtigen Antwort. Es ist Alper. Es sind 154 Minuten. Ja, also ich hatte mir sowas gemerkt wie 2,5 Stunden ungefähr. Okay, aber das war, was Schätzen angeht, war es jetzt nicht ganz scheiße, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Das war ziemlich gut geschätzt. Nö, aber überhaupt nicht. Also von Alper, von dir nicht. Ja. Weißt du was? Lass den Wookie gewinnen für 100. Eine Buzzer-Frage, und zwar werde ich euch 3 Zitate vorlesen, und ich will wissen, aus welchem Film stammen folgende Zitate. Mhm. Und lass den Wookie gewinnen. Vielleicht ist es aus einem Star Wars-Film. Ja. Die Zitate sind natürlich von relativ schwierig. Ja. Du warst klar. Schon klar. Für 100 Punkte will ich von euch wissen, wer folgendes Zitat. Nee. Mach doch hier, verdammte Scheiße! Das ist katastrophal. Okay, halt mich schwer aus. Erstes Zitat: Ich spüre deinen Zorn. Das war schnell. Ja. Und was ist die Antwort? Rückkehr der Jedi-Ritter. Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Star Wars, wie viel ist das? Star Wars Episode 6. Star Wars Episode 6 ist leider falsch. 100 Punkte Abzug für dich. Ich spüre deinen Zorn. Für jede falsche Antwort gibt es 100 Punkte Abzug. Du sagst, wenn ich nochmal buzzern darf, ne? Oder noch ist das zu generisch. Nee, du darfst nicht direkt wieder buzzern. Ich weiß nicht. Dann ist es Star Wars Episode 3, die Rache der Sith, das sagt er zu Anakin.
Das war schnell, wie aus der Pistole geschossen. Ja. Dieses Mal ist die Antwort leider richtig. Für dich, Alper, richtig. Ja. Deshalb 100 Punkte für Yves. Ich habe zwischen Episode. Bin ich bei 0 Punkte? Weil jetzt bist du bei 0 Punkte. Aber ich war tatsächlich zwischen Episode 2 und 3, weil ich hätte mir auch vorstellen können, dass das. Sagt er das nicht auch zu Luke da, wo er rausguckt? Ich fühle deinen Zorn. Das zweite Zitat wäre gewesen: Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche von uns für unnatürlich halten. Ja. Und das dritte Zitat: Commander Cody führt die Order 66 aus. Ja, spätestens, ja. Aber damit ich übersetze die mal alle noch in meinem Kopf. Ich habe die alle nur vorgesehen. Ja. Was ist denn dein Lieblings-Star-Wars-Film von den ganzen? Episode 8. Empire Strikes Back. Empire Strikes Back. Dann nehme ich mal The Dark Knight Rated für 200. The Dark Knight Rated für 200 ist eine Schätzfrage. Oh nein. In der jahrzehntelangen Geschichte von Batman hatte der dunkle Ritter viele Widersacher. Manche sind stärker, andere schwächer. Eine besondere Schwäche hat Gothams Held aber für Pamela Lillian Isley. Poison Ivy. Ja. Mhm. Doch wie lange gibt es sie schon in den DC-Comics? In welchem Batman-Comic hatte Poison Ivy ihren allerersten Auftritt? In welchem Batman-Comic? Ja. Ich sollte den Comic nennen. Ich will eine Nummer von euch haben. Und ein Comic? Nein, naja, in welchem Batman, offiziellen Batman-Comic, in welcher Nummer kam sie zum ersten Mal vor? Derjenige von euch, der am nächsten dran ist, bekommt 200 Punkte. Also, das wird dem Namen gerecht, weil das wird jetzt The Dark Knight Rated, weil ich habe. Bist du The Dark Knight? Ich habe keine Ahnung. Du redest von der klassischen Batman-Reihe. Ja. Ja, von den originalen Comics. Das ist wirklich schwierig. Ich gebe euch mal einen Tipp. Ja, gib uns mal einen Tipp. Der erste Batman-Comic, wo Poison Ivy vorkam, kam im Jahr 1966 raus. Das ist eine Hilfe, dankeschön. Das ist ein Scherz, ja. Ja. Ja, das ist wirklich Rated, weil. Ich weiß halt auch nicht, kamen die Batman-Comics immer monatlich oder wöchentlich raus. Das sind auch die Frage. Guck mal, es gab bei DC die großen drei. Das sind Wonder Woman, Superman, Batman. Das sind auch die einzigen, die in der großen Comic-Low-Phase, als alles gecancelt und abgebrochen wurde, waren das die einzigen drei Reihen, die weiterliefen. Und diese Reihe lief wirklich durch. Mhm. Das heißt, du kannst dir wirklich ungefähr errechnen, was 66 eigentlich für eine Nummer sein müsste. Theoretisch. Theoretisch. Die Sache ist die, ich weiß nicht, ob diese Comics immer wöchentlich oder monatlich rauskommen würden. Und das würde das da helfen? Ein bisschen ja, zumindest grob im Spektrum, weil ich weiß, wie alt Batman ist. Okay, ich gebe euch noch 10 Sekunden Zeit. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Und bitte eure Antworten mal zeigen. Also, wie viel hast du? Also, ich wusste es nicht. Ich habe dann im Endeffekt doch geraten. 867. Batman Comic Nummer 867. Ja, und Batman Comic 278, weil ich wusste, ob es wöchentlich oder monatlich ist. Yves hat 278, Alper hat einfach mal 600 draufgepackt. Ihr seid beide aber weit davon entfernt. Dann kann es ja nur über den Tausendern sein. Ja. Nein. Nein! Es ist Batman Comic 181. Die war 66? 166. Geraten. Yves ist damit näher dran und gewinnt 200 Punkte. Ja, Alper, ich hab's halt gewusst. So. Gut. Yves, was gibt's als nächstes? Ich mach mal, weil es witzig klingt, Paranormal Asktivity für 100. Paranormal Asktivity für 100 ist eine Buzzerfrage. Oh ja. Ja. Und gleichzeitig auch ein Bilderrätsel. Ich zeige euch jetzt gleich ein Filmposter. Mhm. Ja. Dafür sieht man jetzt erstmal nicht so viel. Aber immer wenn du swipest, sieht man ein bisschen mehr. Immer wenn ich swipe, sieht man ein bisschen mehr. Das ist ja clever. Genau, für 100 Punkte will ich von euch wissen, welcher Film ist gesucht. Okay. Seid ihr bereit? Ja, bitte. Oh, ich weiß es. Das ist Tanz der Teufel, a.k.a. Evil Dead 1. Tanz der Teufel, a.k.a. Evil Dead 1. Das ist eine Hand da oben. Ja, ich dachte, das wären Hörner. Natürlich, die Hand dieses Poster kenne ich in- und auswendig. Ja, ist es auch. Ich dachte erst, das wären Hörner. Du kannst mich nicht mit deinem Blick getäuschen. Sorry. Das ist eine Hand, keine Hörner. Verdammt. Tanz der Teufel, Evil Dead ist natürlich richtig. Sorry. Ist es die Hand, die aus dem Boden rauskommt? Ja, klar. Ja, natürlich. Verdammte Scheiße. Nein, es ist eine Frau, die tatsächlich. Ja. Ja, weiter. Ja, mach weiter. Weiter. Das Problem ist, ich habe sicher jetzt aber beides genannt, den deutschen und den englischen Titel. Keine Angst, wir sind hier nicht so streng. Ja, doch, bei Star Wars schon.
Gut, damit steht es 300-0 für Eve. Und Eve darf auch die nächste Kategorie und die nächste Punktzahl aussuchen. Soll ich mal was mit Harry Potter machen und uns beide quälen? Ja, komm. Ja, okay. Ja. Dann machen wir mal, ich mache wieder nur für 100, weil... Das irgendwann müssen wir ja da durch. Avada Kefraga für Avada, 100. Avada Kefraga für 100 Punkte ist ebenfalls ein Bilderrätsel, deshalb macht eure Buzzer bereit. Okay. Ja. Ein Harry Potter Bilderrätsel. Ich weiß nicht, ob ich alle Titel der Reihe noch im Kopf habe. Weißt du, wie schlimm das ist? Einfach Augen zu und durch. Aber nicht die Kommentare lesen. Oh Gott. Verzeiht mir alle, ich habe die Filme nur einmal geguckt. Dieses Mal will ich aber von euch nicht den Filmtitel wissen. Charakternamen. Sondern den Charakter. Okay. Das kann ja nur schief gehen. Das kann ja wirklich nur schief gehen. Das kann nur... Das also, kann, also man ich glaube, ich, glaub, ich kenne nur so 10 Charakternamen von Harry Potter oder so. Ich zeige euch jetzt wieder ein Bild. Man sieht noch ziemlich wenig. Ja. Oh. Und genau, die Figur ist gesucht. Oh. Ja, warte mal, ich kann das, das Witzige ist, ich weiß, wer es ist und ich kenne den Namen nicht. Das ist das Oh. Ich weiß jetzt schon, wer das ist und ich kenne den Namen nicht. Ich weiß noch nicht, wer es ist. Ich weiß, welche Person diese Figur spielt, wenn ich den Schauspielernamen nenne. Das männlich? Zählt leider nicht. Vielleicht? Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das Mann oder Frau ist. Warte mal. Oh, oder Gott. Um Himmels Willen. Nein, das wurde mir 10.000 Mal gesagt. Hör auf, diese Person beim echten Namen zu nennen, sondern beim Charakternamen. Das wurde mir 10.000 Mal gesagt und ich, aber ich kenne ja den anderen Namen. Ich weiß ganz genau, welche Figur das ist. Mach mal nächstes Bild. Ich zeige euch das nächste Bild. Ja, ich weiß, es ist so hart. Ich weiß es. Es ist schwarz angezogen. Ich erkenne nicht ganz von hier, ob es Mann oder Frau ist. Ja, wobei diese Schultern, das spricht sehr dagegen. Ich wollte Severus Snape sagen, aber das ist es gar nicht. Ich will jetzt eine Antwort von dir haben, trotzdem. Du hast gebuzzert. Ich sage Severus Snape, aber das ist falsch wegen den Schultern, das ist komplett falsch. Severus Snape ist falsch. Ja. Ist tatsächlich falsch. Ja. Ich weiß, wer es ist, ich kenne nur den Namen nicht. Das ist das Problem. Ich weiß ganz genau, wer. Warum folterst du uns so mit diesen Harry Potter-Fragen, wo Leute draußen sitzen? Ich habe gedacht, dass sie so pups einfach. Warte mal. Das Problem ist, du kannst noch weiter klicken. Ich weiß ganz genau, was bei rauskommt. Ich habe das Gesicht aber noch nicht vor. Ich habe das Gesicht so vor mir. Ich sage jetzt den Schauspieler. Den Namen und schenkt dir den Punkt, weil ich es eh nicht hinkriege. Deswegen sage ich. Ist es nicht Gonagy? 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 Jetzt habe ich es. Stopp. Ich muss einmal kurz diesen Moment genießen. Jetzt habe ich es. Danke. McGonagy und Gonagy sind leider falsch. Danke. Darf ich jetzt? Ja, jetzt darfst du. McGonagy. Scheiße. Das ist Maggie Smith, wollte ich die ganze Zeit sagen. Das ist Maggie Smith, Mann. Ja, das ist Maggie Smith als Professor McGonagall. Nicht McGonagy. Hättest du das nicht gesagt, wäre ich nicht auf den Namen gekommen. Gonagy war leider ein bisschen zu weit entfernt. In jedem einzelnen Video entweder Maggie Smith oder Katzenlady genannt, weil sie am Anfang eine Katze war. Und ich kann mir den Namen nicht, und eine gute Freundin, die Hardcore Harry Potter Fan ist, hat jedes Mal gesagt, die heißt McGonagall, merkst du? Und ich so, bis zum nächsten Mal. Und dann stand ich vor dem Video und so, Katzenlady. Der musst du. Und deswegen danke dir, dass du gerade gesagt hast, McGonagy. Ich sehe jetzt mal. Warum machen wir diese Quizze eigentlich immer noch? Ich brauche was zu trinken. Alp hat leider zweimal falsch geantwortet, deshalb 200 Punkte verloren. Eve hat 200 Punkte dazu gewonnen, deshalb steht das jetzt 400-200 für Eve. Ich bleib dabei, hättest du nicht McGonagy gesagt, aber deswegen danke. Dann sage ich, lass den Wookie gewinnen. Für 200. Lass den Wookie gewinnen für 200 ist eine Buzzer-Frage. Ja. Und ich werde euch jetzt einen Star Wars Soundtrack vorspielen. Und wir müssen den Titel benennen oder aus welchem Film? Sorry. Aus welchem Film stammt der Soundtrack? Okay, beste. Das ist Episode 6, Return of the Jedi. Ich weiß, dieser Track wird auch noch in vielen Trailern und anderen Filmen benutzt, aber ich kann dir sogar die Szene nennen, wo es gespielt wird. Okay, wo denn? Szene hat es gespielt? Es ist die Szene, wo Luke gerade kurz davor ist, gegrillt zu werden vom Imperator. Der Imperator-Theme wird immer größer und dann geht das langsam rüber in den Jedi-Theme, weil Vader die richtige Entscheidung macht und ihn rettet, oder? Das ist richtig! Bam! 200 Punkte. Die Originaltrilogie, ich blute sie. Ich,
träume gerade davon, wieder zu Hause zu sein. Es gibt inzwischen 800 Punkte zwischen euch in Abstand. Mhm. Es steht 600 zu minus 200 für Eve. Ja. Mhm. The Dark Knight ratet für 100. Ich bin zaghaft, ich weiß. Du willst also, The Dark Knight ratet für 100 Punkte. Ja. Das ist eine Buzzer-Frage. Okay. Deshalb könnt ihr euch schon mal bereit machen. Mhm. Ich werde euch wieder nacheinander ein paar Zitate vorlesen. Okay. Ja. Welcher Batman-Film? Will von euch wissen, aus welchem Film diese Zitate stammen. Okay, gut. Ich bin so wahnsinnig schlecht in sowas. Alles klar. Erstes Zitat? Ja, bitte. Ein Sturm zieht auf. The Dark Knight Rises, sagt Catwoman. Das war schnell, das klang auch sehr sicher. Aber kannst du dir wirklich sicher sein, dass das richtig 100%, ist? 100%, ja. There's a storm coming. Alper, was sagst du dazu? Es war sogar ein Trailer. Bin ich bei ihm. Okay. Was soll es sonst sein? Das ist richtig. Ja, ist auf dem Ball, wenn die tanzen. Ja. Zweites Zitat. Tod durch Exil. Ja, das ist hier. Gut. Und wenn, wenn Gotham Asche ist, dann hast du meine Erlaubnis zu sterben. Wunderbar. Sagt das Bane? Ja. Das sagt ja. Bane. Was ist denn dein Lieblings-Batman-Film? Das ist, also, der beste Film, in dem Batman mitspielt, war für mich The Dark Knight. Aber jetzt seit kurzem der beste Batman, der den besten Batman-Mythos und so weiter einfängt, ist für mich Batman Begins tatsächlich. Ja? Ja, ich hab den jetzt nochmal geguckt. Aber der most underrated ist immer noch Batman Returns von Burton. Batman und Robin ist der Beste. Wir sind Was mit Mask of the Phantasm? Super Film. Ich wollte ihn jetzt nicht nennen, weil ich wollte nicht dieser Mensch sein, der das jetzt bringt. Aber ich wollte sagen, zählt die 90s-Serie im Gesamten als Gesamtwerk, weil Kevin Conroy ist eventuell der beste Batman, den es je gab. Und geben wird. Ja. Ja. Gut, trotzdem trennen wir uns. Ja. Ihr seid euch einig, doch euch trennen Welten. Es steht 700 zu minus 200. Ach, es sind nur 900. Gut. Aber es 500er Fragen und dann. Ja, genau, die ganzen fetten Punkte, die gibt's ja jetzt noch. Ja, okay. Eve. Ja, bitte. Was gibt's als nächstes auf dem Menü? Ah, fuck. Dann machen wir nochmal Blamage und machen Avada Kefraga für 200. Avada Kefraga für 200. Ist eine Schätzfrage. Oh Gott! Schätzfrage und Harry Potter? Ja. Es gibt wenige Franchises, die weltweit so viele Fans haben wie Harry Potter. Mit jedem neuen Buch und jedem neuen Film überschlug sich Erfolg um Erfolg. Doch wie erfolgreich ist eigentlich der Narbenbub? Der Narbenbub! Der Narbenbub! Der Narbenbub. Harry so nenne ich ihn jetzt nur noch. Ja, ich auch. Na? Scarboy. Wie viele? Scarboy und McGonagall. Cool. The Adventures of Scarboy and McGonagall. Yeah. Scarboy and McGonagall. Narbenbub. Ich will aber von euch wissen, wie viel haben alle Harry Potter Filme an den Kinokassen weltweit eingespielt, einschließlich der beiden fantastische Tierwesen? Insgesamt. Zusammengerechnet? What? Ich habe keine Ahnung, Mann. Nicht mal ansatzweise. Ich will von euch eine Zahl und dahinter soll ein Dollar stehen. Ja, das ist klar. Ja, wir brauchen jetzt aber nur mal 10 Minuten oder so. Warte mal. Das war ja alles. Siehst du, ich habe diesen Hype nicht mitbekommen. Ich war nicht im Kino. Ich weiß, sie waren erfolgreich. Ich weiß aber nicht, wie erfolgreich sie waren. Waren sie so erfolgreich wie die Marvel-Filme? Waren sie so erfolgreich wie die Star Wars-Filme? Waren sie das? Ich weiß. Sie waren sehr erfolgreich. Deswegen lassen wir diese verdammte Brand nicht sterben. Aber wie viel erfolgreich waren sie? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warte mal. Das sind halt auch echt viele. Es gibt 8 reguläre Harry Potter-Filme, wenn ich es verstehe. Der 7. wurde ja in 2 Teile und dann gibt es die 2 Spin-Offs. Ich weiß nicht, ob du jetzt einfach einen Tipp gegeben hast, oder? Scheiße. Das ist für McGonaghy. Ich habe nicht zugehört, sorry, ich bin hier schon in meiner Rechnung. Also du willst alle 8 Harry Potter-Filme plus die 2 fantastische Tierwesen. Genau. Ich will das gesamte Kino-Einspielergebnis weltweit. Ja gut, also das ist, hast du über die Zahl der Filme geredet oder was? Ja. Ja gut, das 8 Filme sind, das weiß man doch. Das sind 8 Harry Potter-Filme und 2 Spin-Offs, also 10 Filme. Genau. Also zwischen hm und hm. Oh Gott, das muss ich ja rechnen. Ich gebe euch noch 10 Sekunden Bedenkzeit. 10 Sekunden! Willst du? 10. Nein! 9. Aha. Oh Gott, nur im Kino, ne? 7. Ja, nur im Kino. 6. Soll ich einen Taschenrechner holen, Alper? Digga, ja! Definitiv! 4. Oh Gott, der Zeitdruck ist das Problem. Ich habe mir hier ganz viele Zahlen aufgeschrieben, muss das rechnen. Oh, mein Dollarzeichen sieht blöd aus. Sieht aus wie ein Essen mit einer Krone. Ich kann nicht. 3. In US-Dollar? Ja. 2. Nee, ich bin voll. 1. Und
bitte einmal zeigen, was ihr denn für tolle Antworten habt. Ach, wie viel hast du? Ich hab 20 Milliarden mit allem zusammen. Das ist eine wirklich vortreffliche Schrift. Ja, oder? Also es ist 20 B-Ding. Okay. Also ich weiß 20 Milliarden US-Dollar. Weil ich habe mir gedacht. Ich habe wirklich niedergeschrieben, wie viel jeder Einzelne verdient hat und habe versucht, das in der Schnelle der Zeit zusammenzurechnen, was eventuell schiefgelaufen ist. Ich habe mal 6,2 Milliarden, also ein Drittel von dem, was 6,2 Milliarden. Ich kann euch sagen, dass die richtige Antwort genau zwischen euch liegt. Aber wer ist von euch näher dran? Oh. Bei meinem Glück heute ist es... Alle Harry Potter Teile plus fantastische Tierwesen haben weltweit an den Kinokassen 9,2 Milliarden US-Dollar eingespielt. Ja. Deshalb gewinnt Alper 200 Punkte. Wie gesagt, das ist eine Schwäche. Naja, du warst ein 30. von Elon Musks Vermögen. Ja, genau. Genau. Gut, Alper, ja. Wie fühlt es sich an? Mit das 0 Punkten. Mit 0 im Kreis gedreht. 700 Punkte Abstand gibt es nur noch zwischen euch. Ja. Deshalb, Alper. Achso, ich darf ja aussuchen jetzt. Du darfst dieses Mal aussuchen. Du musst jetzt diese fetten Nummern nehmen, oder? Ist es nicht so, dass du so ein bisschen zurückgewinnst? Risky, Gamble, nicht? Ich möchte Avada Kefraga für 300. Oh nein. Das hat mir doch gerade schon Glück gebracht. Shit. Avada Kefraga für 300 ist eine. Irgendwann müssen wir sie ja machen. Buzzer-Frage. Ja. Okay. Und ich werde euch wieder drei Zitate vorlesen. Oh, und dann und welcher Harry Potter-Film? Ja. Oh, aus welchem Harry Potter-Film stammen folgende Zitate? Oh Gott. Erstes Zitat. Mein armer, lieber Junge, tut mir leid, aber ich sehe bei dir den Grimm. Ist noch relativ schwierig. Oh! Juckt es dich schon im Finger? Soll ich euch das zweite Zitat nennen? Bitte. Oder? Mhm. Ja. Es liegt nicht in der Natur eines Dementors, Gnade walten zu lassen. Wer war's? Nein! Eve? Harry Potter 5. Harry Potter 5. Ist das der Halbblutprinz? Nee, das ist Nummer 6. Nee, das ist aber 6. Der Ordensphönix. Der Ordensphönix. Harry Potter und das, der. Das sagt die Frau, nachdem der Cousin angegriffen wurde in der U-Bahn von einem Dementor. So. Ja? Nein? Falsch. Harry Potter 5 ist falsch. Dann weiß ich. 100 Punkte Abzug. Alper. Falls du jetzt eher beim Halbblutprinz bist, ich war bei der Gefangene von Azkaban. Der Gefangene von Azkaban. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig? Das ist richtig. Das sagt hier nicht Gandalf, sondern der andere Dumbledore. Also, der andere Gandalf. Ich trau mich gar nicht mehr hier zu stehen. Das sagt er, wenn er die alle versammelt, weil sie Hogwarts belagern und sagt, geht nicht raus, weil die kennen keinen Abraham. Sagt er den Kids, ist das das? Kamen die Dementoren denn schon im dritten Teil? Natürlich, das war deren Einführung. Ja, das weiß selbst ich. Aber es kann natürlich auch ein Zitat sein, das nicht aus diesem Film stammt, aus einem anderen Film mit Dementoren. Okay. Aber es ist richtig! Oh, okay, aber ich glaube, die Ansprache war auch richtig, die von Dumbledore. Ich hätte schon wieder gerne fast gesagt. Ja. Na gut, okay. Damit wird es wieder spannend, Alper. Es steht 600 für Eve und 300 für Alper. So sieht's aus. Ja. So sieht's und du machst weiter mit weiter. Willst du aber da Kefraga zu Ende machen? Nee, ich will euch noch das dritte Zitat vorlesen. Ja, oh, bitte. Das wäre gewesen, sag bloß, du hast nie von Sirius Black gehört. Ah, okay. Er ist ein Mörder. Ne? Dann hätten wir, ja. Dafür ist er nämlich in Azkaban eingesperrt worden. Ja. Nee, okay. Freut mich. Nehmen wir doch mal Paranormal Asktivity für 200, bitte. Alright! Paranormal Asktivity. Paranormal Asktivity. Sorry. Sky, Paranormal Asktivity. This summer. Paranormal Asktivity für 200. Hat eigentlich das Gesellschaftsspiel Activity, haben die jemals ein Paranormal Activity rausgebracht? Was wäre eigentlich? Und wenn sie es dann nicht so genannt hätten. Ja. Ja, ne? Selber schuld, ne? Ja. Das gehört jetzt euch. Jetzt kriege ich Geld für meine Idee. Ja. Paranormal Asktivity für 200 Punkte ist eine Buzzer-Frage. Okay. Ich werde euch jetzt 9 Eigenschaften eines Filmes vorlesen, von sehr schwierig zu erraten bis sehr leicht. Mhm. Und ihr dürft jederzeit buzzern, aber jede falsche Antwort kostet euch natürlich 100 Punkte. Okay. Wir nennen dir den Film. Ja. Welcher Film ist gesucht? Mhm. Ja.
hat so zu viel gekostet oder IMDb-Score? Ich sag IMDb-Score. Ja, IMDb-Score ist immer das Erste. Ja. Ich habe gestern die Sendung nachgeholt. Okay, ja. Jeweils 100 Punkte Abzug, es ist nicht IMDb-Score. Es ist die Länge. Die Länge. Okay, okay, ja. Gut, okay, gut. 112 Minuten lang. Okay, ja. Das haben viele Horrorfilme. IMDb-Bewertung 7,5. 7,5. Das ist gut. Mhm. Auch nicht sehr gut. Ja, aber es ist gut. Ich habe nicht gesagt, es ist boah, ich habe gesagt, es ist gut. Ja. Der gesuchte Film wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht. Oh. Ich glaube, ich habe so eine geile Idee. Nein, ich mach's nicht, aber, obwohl ich eine Idee habe. In chronologischer Reihenfolge gedreht. Ja, okay. Das ist mir nicht safe genug, um das jetzt zu drücken. Ich hab eine ganz, ich will es nicht machen. Ich traue es mich nicht. Ich auch nicht. Der Film wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht und spielt in Rhode Island. Alper, der Exorzist. Der Exorzist spielt in Rhode Island? Nicht? Doch, auf jeden Fall. Und der wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht. Länge passt. Bei den Punkten hätte ich beim IMDb-Score hätte ich gedacht, dass er vielleicht mehr hat, aber wird auch passen. Er hat wahrscheinlich mehr, denn die Antwort ist leider falsch. Ja. Also, der Film ist 112 Minuten lang, hat eine IMDb-Bewertung von 7,5, wurde in chronologischer Reihenfolge gedreht, spielt in Rhode Island in den 70er Jahren. Da. Halloween. Halloween. Mhm. Obwohl, nein, das ist total blöd. Er spielt ja nicht. Oh Gott, nee. Halloween ist leider 100 Punkte Abzug für dich. Trottel. In den 70er Jahren spielt er ausschließlich in Rhode Island. Warte, spielt er in Rhode Island oder wurde er in Rhode Island gedreht? Ach so. Das ist die Sache. Nee, er spielt. Ach so, deswegen. Und ich dachte, er wurde gedreht. Sonst hätte ich gesagt, er wurde da gedreht. Ja, deswegen. Und, okay. Okay. Er spielt in den 70er Jahren. Dieser Film hatte zwei Fortsetzungen. Einfach? The Conjuring. The Conjuring? Hat zwei Fortsetzungen, wurde vielleicht chronologisch gedreht. Der spielte in der Vergangenheit, vielleicht in den 70ern. Ich weiß es nicht. Ach, Alper, diese Antwort ist leider richtig! Jawohl, oh Gott sei Dank. 200 Punkte für dich. Boah, schwierig. Oh, Alter. Ja, es passt zu James Wan, dass er sowas chronologisch dreht. Und ich meine, es spielt ja alles in einem und Haus. Und ich sagte jetzt, was ich dachte, was ist das davor? Ich dachte, es ist The Blair Witch Project. Oh. Ganz zu Beginn. Ja. Genau, die letzten drei Eigenschaften wären gewesen aus dem Jahr 2013. Ja, okay. Ja. Von James Wan mit Vera Farmiga. Alper, die Aufholjagd hat wirklich richtig krass begonnen, denn es steht. Denn es steht inzwischen 400 Punkte für dich und 500 Punkte für ihn. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber es ist noch wirklich alles drin. Die ganzen 500er Fragen sind noch übrig. Okay. Wir nehmen aber Paranormal Activity für 300. Okay, wow. Selbes okay. Thema. Ist eine Schätzfrage. Oh nein! Manche Horrorreihen wollen nie enden. Doch einigen würden ein paar schlechte Sequels, Prequels und Spin-offs nicht schaden. Mhm. Oft werden Filme in Horror-Franchises mit jedem neuen Film immer schlechter, bis plötzlich ein tolles neues Reboot erscheint. So auch bei der Halloween-Reihe. Ich will von euch wissen, nicht die Anzahl der Halloween-Filme, sondern das für alle. Welche durchschnittliche IMDb-Bewertung haben alle Halloween-Filme zusammen? Alle zusammen? Alle zusammen. Boah, das ist so schwer. Ja. Das ist richtig schwer, weil es gibt da halt richtig krasse Stinker, die, glaube ich, auch richtig krasse Stinker-Bewertungen haben. Ja. Ich will nicht wissen, wie The Curse of Michael Myers und die Rob Zombie-Filme bewerten. Aber die IMDb kann auch jeder bewerten. Ja, aber weißt du, IMDb kann auch jeder klicken, ne? Ja, ja. Das heißt, die haben auch ihr Kult-Following, diese Rob Zombie-Dinger. Auf jeden Fall. Weißt du, was ein bisschen gemein ist? Ich weiß, dass es gibt einen Unterschied zwischen Yves und mir, was die Frage angeht. Er hat alle Halloween-Filme gesehen. Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe alle gesehen. Und ich sag, was ich als Durchschnittsnote geben würde. Und das ist keine Antwort, keine Angst. Ich sag, was ich geben würde. Das wäre so scheiße. Eine 5. Aber ich gebe jetzt wegen dem allem zusammen. Zack, 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 zack. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, der schlecht bewertetste Film ist Halloween Resurrection. Ja, dachte ich mir mit. Und der bestbewertetste? Der erste. Von 78. Und wir müssen jetzt einfach nur den Durchschnitt finden von allen IMDb-Bewertungen durch die Bank weg, durch von allen. Richtig? Genau. Okay, ich habe jetzt hier meine. Darf ich?
Hast du auch was, Alper? Ja. Gut, dann zeig mal. Weit voneinander entfernt, scheiße. Okay. 5,67. 6,5. 6,5. Das ist sehr, sehr spezifisch, Alper. Ich wollte ursprünglich 5 sagen. Aber ja, weil wegen 5, 6, 7. Ich würde sie 5, ich würde dir Durchschnittsnote 5 geben, aber. Ich weiß es nicht. Kann aber euch sagen, ich glaube, das ist in der Geschichte von Financial Donuts noch nie passiert. Einer von euch hat eine Punktlandung. Hat eine komplette Punktlandung hingelegt. Oh, wer ist das? Das kann ja schon mal nicht ich sein, weil 5,67 gibt es bei IMDb nicht. Wirklich? Habe ich es hinbekommen? Nein, Alper hat es hinbekommen. Wow! 5,6? Es sind wirklich auch 5,67. Was? What? Ja. Was? Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Hast du reingeschaut? Nein, ich schwöre, um Himmels Willen, wirklich nicht. Aber bei IMDb gibt es doch keine 5,6 und dann die 7. Da gibt's ja, aber wenn du es zusammenrechnest, dann bekommst du ja. Ach, stimmt ja. Kriegst du ja noch mehr Nachkommastellen ran. Wow, das so kommt ich find, also kein ey, 6, um Himmel, das wird mir niemand glauben. Ich habe das genommen, also ich war schon irgendwo da, ne? Ich dachte erst so an 5,7 und dann habe ich es genommen, wegen, ich mag ja Schnapszahlen, habe ich ja hier schon oft bewiesen, wegen 5, 6, 7. High five, Mann, also das hast du echt verdient. Boah, nicht krass. Ja, aber es gibt leider keine Sonderpunkte, schön wär's. Das war. Vor allem, wenn ich geschummelt hätte, dann hätte ich nicht exakt die Antwort genommen. Ja, aber hätte ich es eingeholt, wenn ich verstehe. Ja. Ja. Ja, ja. Eingeholt, eingeholt und überholt. Ja. Es steht 700 zu 500 Punkten. Yes. Okay, komm. Ja. Wow. Puh, boah, das ist wirklich, das ist Sport das, hier. Das ist wirklich Ritze. Ich jetzt train ich auch. Oh, okay, das hat so toll angefangen. Ja, ich habe nur riesigen Respekt vor dir, was die Star-Wars-Fragen angeht. Da bist du wirklich haushoch überlegen. Da hätte ich auch, und ich weiß, er will es nicht hören, aber als ich gesehen habe, dass Marco hier angetreten ist und das, allein der erste Satz von Mace Windu, ich habe es am Bildschirm geschrien, ist so, Digga, das weißt du nicht. So, ja. Aber er hasst die Prequels, ich bin auch kein Fan, aber ich habe alles 10.000 Mal gesehen. So. Alper. Ja. Es ist schwer, einen Feind auf seinem Terrain zu besiegen, wusste schon so ein zu... Deswegen nehmen wir. Das Geilste ist, dass ich bei Alper auf dem Klo war und er hat wirklich so ein Zug gelesen. Ja, die Kunst des Krieges lag bei mir auf dem Klo. Ja. Übrigens, die ersten 10 Seiten davon sind interessant, also danach wird es langweilig. Aber okay. Deswegen nehmen wir die Star Wars-Kategorie. Lass den Wookie gewinnen für 300. Alright. Lass den Wookie gewinnen für 300 ist eine Buzzer-Frage und ich werde euch wieder 9 Eigenschaften vorlesen. Okay. Zu einer Figur, zu einem Film. Welche Figur ist gesucht? Okay. Ja. Okay. Diese Figur wurde 32 vor der Schlacht von Yavin geboren. Okay. Das wurden viele. Ich glaube, ich weiß es jetzt schon. Ja, was? Also, weil das Alter ergibt sehr viel Sinn. 32 schon. Vor der Schlacht von Yavin. Ja. Das heißt, bei der Schlacht von Yavin war er 32. So. Also deswegen, ja, ja. Nee, das mache ich noch nicht, aber ich meine es zu wissen. Okay. Du die meinst es bereits zu wissen. Okay. Figur ist 1,83 Meter groß. Weiter bestätigt es meine Theorie zurzeit so. Die gesuchte Figur war Mitglied der Klaue des Kraits. Du hast auch Clone Wars gesehen, ne? Ja, aber es ist lange her, aber okay. Weiter. Die gesuchte Figur taucht in 3 Filmen auf. In 3? Mhm. Alper. Boba Fett. In 3. Interessant. 32 ja, Jahre alt. Stimmt. 1,83 Meter. Stimmt. Das Alter ist Episode 2, Episode 5 und Episode 6. Stimmt. Ja. Episode 2 habe ich ganz vergessen. Ja. Das wäre der dritte, theoretisch. Das ist richtig. Aber ist es wirklich richtig? Ja, ist richtig. Ich gebe es ungern zu. Warum hast du es dann nicht gesagt? Du denkst, dass es richtig ist? War das aber die Figur, die du auch im Kopf hattest? Ich war erst bei Han Solo. Ich war zwischen den beiden. Ja, okay. Ja, deswegen. Er hat recht, oder? Boba Fett ist richtig. Oh. 300 Punkte geht doch. Für Alper. Geht doch. Oh Gott. Oh Gott. Das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Also, anstrengend. Und mein Herz ist langsam irgendwo hier. Mein Selbstbewusstsein, dass du einfach so... Glaub mir, du siehst ja, wie schnell das auch gehen kann. Das ist jetzt so... Von aber hier ist es so zu. Wahrscheinlich merkst du jetzt auch so, wenn man das so zuguckt, dann ist das immer ganz einfach. Aber wenn man dann hier steht, ist wenn das noch was ganz steht. Anderes. Ja, ne? Yeah, ja. Yeah. Außer mit Soundtracks. So. Außer mit Soundtracks. Hast du noch mehr Soundtracks? Nein, leider nicht. Scheiße. Genau, die weiteren Eigenschaften wären gewesen: Es ist ein Humanoid, war kurz unter dem Namen Lucky bekannt, arbeitete für das Imperium, Heimat Kamino und ist ein Kopfgeldjäger. Naja.
Was hat denn Quaid nochmal mit den Mandalorianern zu tun? Das war doch. Dieser Fakt war tatsächlich aus einem der Bücher. Ich wusste es nicht. Ich hatte keine Ahnung. Oh Gott, dann. Okay. Das ist das Ding, dass du es da erraten hast, das war bei der Punkt. Ja. Keine Ahnung. Nee, das mit den drei Filmen, das war der Turning Point. Weil ich wusste, okay, Han Solo kann es nicht sein. Tatsächlich muss ich aber auch sagen, theoretisch, wenn man sich jetzt so richtig reinnerdet, war er in 4 Filmen auch mit drin. Nämlich aber auch kurz in der Special Edition von Episode 4 mit drin. Und damit ist diese Frage nicht mehr gut. Okay. Es steht 1000 Punkte für Alper zu 500 Punkte für Eve. Ja, so ist das halt, ne? Alper. Ja. Du großer Fernand von Donuts Gott. Was ist mit der Statistik? was ist die nächste Kategorie, nächste Punktzahl? Ich bleibe bei dem Gentleman's Agreement, dass man die 500er zuletzt spielt. Deswegen nehmen wir The Dark Knight ratet für 300. The Dark Knight ratet für 300 ist keine Buzzerfrage. Keine Schätzungsfrage. Das klang gerade so sächsisch so. The Dark Knight ratet. The Dark Knight. Dark Knight ratet. Ich gebe euch wieder neuen Eigenschaften und will von euch wissen, welche Batman-Figur ist gesucht? Figur. Ja, okay. Figur. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm. Die gesuchte Figur ist 96 Kilo schwer. Mhm. No. Jonas. Erster Auftritt. Batman 121. Die Figur kam bisher in einem Live-Action-Film vor. Okay, langsamer. Warte. Beruhig dich. Ganz ruhig! In einem? Warte, in einem einzigen Film kam diese Figur bis dato vor, ja? Bis dato, weil, ich meine, das ist ja ein anderer in den Startlöchern und den zählen wir jetzt noch nicht. In einem. In einem Film kam sie bisher vor. Okay. Hat sie ein alter Ego? Ja, natürlich. Warum gebe ich euch Hinweise? Edward Nygma? Der Riddler? 96 der Kilo? Riddler ist leider falsch. Fuck. Aber 96 Kilo? Ja, der ist groß. Naja, groß, aber. 96 Kilo? Kann man gleich nachschauen. Ist doch cool, dass das überall steht, wie viel die Person wiegt. Ja, woher soll man das wissen? Jim Carrey, 96 Kilo? Ich sag ja nicht, dass Jim Carrey, sondern der Riddler. Ich weiß ja nicht, es ist jetzt zusammengelegt. Gleichzeitig kam Jim Carrey auch nicht in der 100 so und so vielen Ausgabe vor. Außerdem wäre ich da auch auf die. Also gilt The Batman? Weil da das war meine Frage. Riddler ja auch sehen. Das war meine Frage. Kam bisher. Bisher. Nur in einem Film. Einmal sieht man ihn nur. 96 Kilo, Batman 121, kam bisher in einem Live-Action-Film vor. Die Figur arbeitete eine Zeit lang bei Wayne Enterprises. Wie fast jede Figur im Batman-Universum. Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. In den Comics. Oh Gott, warte. Oh Gott, ich weiß es. In den Comics war die Figur ein Teil des Suicide Squad. Das waren aber auch sau viele. Also wirklich sau viele. Auch alle. Die gesuchte Figur war in Arkham Asylum. Auch viele. Ich bin so auf der falschen Spur gerade. Ich habe gerade jemanden im Kopf. So zwei, drei Namen, die mir durch den Kopf wandern. Kannst du, Jonas, können wir noch mal alle aufzählen? Sechs. Es klingelt gerade ein bisschen. Ich glaube, das ist eine richtig fiese Trickfrage. Kannst du noch mal alle aufzählen, alle Punkte? Ja, bitte. 96 Kilo. Ja. Batman 121. Ein Live-Action-Film. Wayne Enterprises. Suicide Squad. Arkham Asylum. Vielleicht klingelt's bei euch beim nächsten Fact. Oder willst du davor? Nein, ich will nicht nochmal. Ich habe schon genug verloren. Ein Alias dieser Figur heißt Dr. Art Schievel. Dr. Art Schievel? Ja. S-C-H-I-V-E-L. S-C-H-I-V-E-L. Ja. Archival. Doktor. Mir fallen gerade auch zwei Doktoren ein. Ich will eine Briefe. Ich habe schon wieder zwei. Nein, ich habe es gesummert. Den Doktor, scheiße. Das ist Mr. Freeze. Es ist Mr. Freeze. Doktor würde passen, ein Film würde passen. 96 Kilo Mr. Freeze, würde passen. Mr. Freeze, Arnie. Wayne Enterprises, Suicide Squad, Arkham Asylum. Aber das waren viele. Ja, aber das würde alles passen. Ich hab's jetzt gesagt, Mr. Freeze. Das würde alles passen. Ich kann es nicht zurückziehen, also Mr. Freeze.
Arkham Asylum. Das wird alles passen. Seine Frau heißt Nora und sein bürgerlicher Name ist Victor Fries. Oh, what killed the dinosaurs, the Ice Age? Nicht schlecht. Damit steht es 1000 Punkte für Alper und 700 Punkte für Eve. Kopf an Kopf rennen, wirklich meine Fresse. Weißt du was? Lass den Wookie gewinnen für 500. Lass den Wookie gewinnen für 500 ist heute unsere erste Nacheinanderfrage. Oh Gott. Was ist eine Nacheinanderfrage? Eine Nacheinanderfrage sieht wie folgt aus. Ich gebe euch gleich eine Aufgabe und dann müsst ihr nacheinander Sachen sagen, bis jemand nichts mehr einfällt. Bis jemand nichts mehr einfällt. Und wenn jemand nichts mehr einfällt, hat er so 3 Sekunden Countdown oder irgendwie sowas? Nein, okay. Das ist die völlige Willkür des Moderators. Deswegen frage ich den völlig willkürigen Moderator. Was war die Frage? Den wahlförmigen Moderator. Ich gebe euch immer so ein bisschen Zeit. Und so 3 Sekunden so? Nee, ein bisschen länger vielleicht. 80 Sekunden so. Das kommt dann drauf an, das kommt auf meine Stimmung an. Siehst du die Stimmung irgendwo in der Mitte? 5,67 Sekunden. Das wird immer unterschiedlich sein. Je nachdem, wer dran ist vielleicht. Okay. I hate it. Yeah. Du darfst beginnen. Bitte. Und ihr sollt mir nacheinander Planeten aus Star Wars nennen. Fuck you. Ich fange an, Ich fange bewusst mit den Leichten an. Tatooine. Ja. Alter, jetzt schon? Oh, nein, jetzt ich will nicht. Bespin. Bespin. Alderaan. Bespin und Bist du sicher, dass Alderaan richtig ist? Ja, also den gibt's nicht mehr, aber den gab's mal. Wieso haben wir nicht letztens, wir wollten letztens Star Wars Rebellion spielen. Da hast du die Karte mit allen Maps drauf und da kommst du gar nicht drum rum, alle Planeten. Ja. Ich sag Naboo. Naboo habe ich schon gelockt, ist auch richtig. Mustafar. Nein. Ist auch richtig. Ich hab noch ganz viel im Petto. Gott sei Dank. Boah, dann werde ich aufgeben müssen. Mir fallen wahrscheinlich, wenn ich jetzt meinen Kopf wie so eine Zitrone ausbringe, fallen mir noch zwei ein. Marius, in der Kamera. Es ist wie Marius beim Batman. Ich bin völlig auf dem. Okay, beruhige dich. Wie heißt denn nochmal der Planet, von dem Han Solo kommt? Nenn doch erstmal die einfachen. Ja, es gibt auch so viele einfache. Hoff. Richtig! Sehr gut, Alper. Dagobah ist auch richtig. Okay, gehen wir mal durch. Episode 4 startet im Weltraum. Dann sind wir auf Tatooine. Dann sind wir in Mos Eisley, auch Tatooine. Dann sind wir da. In Episode 4 sind wir doch. Dann sind wir in Hoff in Episode 5. Und dann gehen wir von. Dann sind die da auch in Dagobah. Dann sind die auf Bespin. Und dann sind wir in Episode 6. Da sind die wieder auf Tatooine. Sind wir in Episode 1. Da sind die auf Naboo. Alderaan hatten wir schon. Episode 2. Kamino. Kamino ist richtig. Ja. Nächstes Mal bekommst du aber nicht mehr so viel Bedenkzeit. Scheiße. Polis Massa. Das ist der. Nicht schlecht. Das ist der Planet, wo Padme keinen Bock mehr hatte zu leben. Okay. Ich hab den Planeten auch keinen Bock drin. Ja. Ich hab in meinem Leben so viele Star Wars-Spiele gespielt, das kann doch nicht wahr sein, dass ich auch keine Planeten mehr deswegen, als ich noch Games gezockt habe, Star Wars Battlefront, Galaxis-Eroberung, deswegen. Christophsis ist tatsächlich richtig! Ja. Okay, dann sag ich Jakku. Jakku ist natürlich auch richtig. Gilt Starkiller Base? Das ist ein fucking Planet. Das ist eine Raumstation. Das ist ein Planet. Die sagen doch, dass sie ein Planet. Nein, die sagen, that is no moon. That's a battle station. Okay, that's a space station, actually. Dann ist das jetzt. Ich würde Starkiller Base tatsächlich als Planet gelten lassen. Okay. Ja. Dann. Mit Todesstern musst du mir jetzt aber nicht kommen. Achso. Starkiller Base ist schon eher so ein Planet. Okay, gut. Gehabt. Dann sag ich, Renvar gibt es tatsächlich. Renvar. Ja, ziemlich sicher. Renvar ist richtig. Ich hab schon also fast an mir gezweifelt. Man schreibt ihn R-H-E-N und dann V-A-R. Mhm. Alper? Wie heißt nochmal der Planet der Mandalorianer? Das ist dein Ernst? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komm nicht auf dein Ernst gerade? Wie heißt denn? Mandalore. Richtig! Kurz mal geschockt. Ja. Mandalore. Kashyyyk ist natürlich auch richtig. Kashyyyk! Warum schlaft immer Kashyyyk? Nur original Kashyyyk. Mit 3 Y. Jetzt wird's. Oh, ich hab schon einen. Ich muss immer einen für die nächste Runde schon hier denken und dann ist okay. Jetzt wird's. Immer wenn ich einen nächsten habe, bin ich zufrieden. So. Jetzt sind wir wirklich. Jetzt ist der Boden des Fasses erreicht. Jetzt blickt man nur noch in den Abgrund, in die Depression, in die Tiefe, in die Leere des Hirns.
4. Crate. 3. Crate. Den gibt es. Denn das ist Last Jedi, das weiß ich und ich hasse den Film. Okay. Crate. Darf ich? Ist richtig, ja. Exegol. Richtig. Oh, ich kenne die sogar. Episode 9, ne? Das ja. Ist der, ja, der Kackplanet von. Wo der Imperator. Bumst. Genau das macht er da. Genau das. Wie noch immer. Ja. Langsam kommt auch dieses Ich packe meinen Koffer-Effekt mit hinzu. Alper? Hatte ich Bespin? Hatte ich schon. Ach nee, so die einfachen sind schon raus. Ach nö, da gibt's noch ein paar. Gibt's noch ein paar? Mhm. 5. Oh, ja. Ich hab noch einen. 4. 3. 2. Es gelten 1. Monde. Nein. Ja, dann sage ich. Die Zeit ist abgelaufen. Bolplark! Das will ich nicht. Was hättest du noch gehabt? Coruscant haben wir noch nicht genannt. Coruscant! Oh Coruscant! Der Stadtplanet. Cato Naimodia, Chandrilla, Corellia. Corellia war der Planet. Datomir. Ja. Felucia. Ja, Felucia, das ist der. Geonosis. Geonosis, hätte ich aus Klon Kurt, Boss. Kessel, Jeddah. Mhm. Jeddah. Jeddah. Aber also, das Doofe ist, sowas wie Kessel und Corellia und sowas, das ist schon echt bitter. Und Coruscant, alles mit K oder C. Ja. Ja. 500 Punkte für Eve, damit steht es 1200 für Eve und 1000 für Alper. Okay, dann machen wir the, Paranormal Activity für 500. Oh, jetzt. Ich schwitze wie ein Schwein. Ich auch gerade bei Horror. Ich oh Gott. Es ist eine Zitatfrage. Oh, sparsam. Okay, gut, okay, gut. Aus welchem Film stammen folgende Zitate? Okay. Warum haben Sie alle Bilder abgenommen? Warum haben Sie alle Bilder abgenommen? Ich habe jetzt schon was in meinem Kopf. Aber ich traue mich nicht. Ich trau mich so. Erstes Zitat, warum haben Sie alle Bilder abgenommen? Okay. Zweites Zitat ist ein Dialog. Aha. Sie wollen machst du einen Charakter? Hm? Sprichst du es in Charakter? Also, okay. Das ist zwei Stimmen. Bitte auch die Stimme. Ja, meine ich. Sie wollen mich... Das ist doch Frau. Also jemand, oder jemand im Stimmbruch. Oder Sie jemand, wollen mich zwingen, seine Mutter zu sein? Sind Sie nicht seine Mutter? Sind Sie nicht seine Mutter? Ja. Das ist eine fiese, das kann ich voll auf eine falsche Fährte laufen. Ich war so abgelenkt von, dass du das gemacht hast. Ich mach's nochmal in meiner normalen Stimme. A. Sie wollen mich nicht zwingen, Sie wollen mich zwingen, seine Mutter zu sein. B. Sind Sie nicht seine Mutter? Oh. Ich will es. Und traue ich mich? Vermutung, aber ich weiß. Ich will es irgendwie machen und ich traue mich nicht. Ah. Fuck it. Ist es Rosemary's Baby? Rosemary's Baby? Mhm. Nein. Alper? Ja. Hört sich das realistisch an? Ist zu lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber könnte sein. Rosemary's Baby. Ist richtig. Bam! 500 Punkte. Oh mein für Gott! Eve. Weißt du, hättest du es nicht in der Kinderstimme gesprochen, hättest du es nicht erkannt. Ey, du wolltest es so. Danke. Drittes Zitat, dann wäre es aber, glaube ich, klar gewesen. Ich habe geträumt, irgendjemand hätte mich vergewaltigt. Irgendein nichtmenschliches Wesen. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, schau mal da, da ist Rosemary's Baby. Es steht somit 1700 für Eve und 1000 für Alper. Ich war übrigens eher bei das Waisenhaus oder sowas tatsächlich. Nee, ich wollte schon hauen, als warum haben sie Bilder abgehängt? Das war so. Ja, Nee, bei mir ist auch Rosemary Baby wirklich lange her, dass ich den gesehen habe. Das habe ich nicht mehr so gut im Kopf. The Dark Knight ratet für 500. The Dark Knight ratet für 500. Das muss ich hinkriegen, weil Harry Potter kriege ich nicht hin. Es ist eine Bilderfrage. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ich zeige euch gleich ein Comic-Cover. Oh Scheiße. Und ich will von euch wissen, welcher Batman-Bösewicht ist gesucht. Der Bösewicht. Ich bin Cineast, Mann. Ich bin nicht so der Comic. Ich habe alle wichtigen Batman-Comics gelesen, die man so auf Top-Listen findet. Ich vielleicht die Top 5, aber. Dann habe ich schon mehr, aber das heißt gar nichts. Welcher Batman-Bösewicht? Bösewicht. Ja, ja, besuch den Bösewicht. Ja. Ich suche den Bösewicht. Komm, hau rein. Zeig es jetzt. Hau rein. Ich sehe es nicht. Was soll denn das sein? Oh. You lie to be Batman. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Kannst du es gut sehen, Alper? Ja, ja. Gut genug. Mach weiter. Nächstes? Ja. Also jetzt nicht euch wundern, es
der Bösewicht ist nur nicht zu sehen. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend. Was meinst du? Ah, jetzt verstehe ich erst den Zusammenhang. Oh, Eve? Kannst du ein bisschen mehr zu mir halten auch? Ich will es so krass machen. Ich will es so krass machen. Ich auch. Mach's. Deathstroke. Deathstroke. Ah, oh, das würde mit dem Stirnband passen. Und dem orange-schwarzen Outfit. Das ist Deathstroke. Es ist auf jeden Fall Deathstroke wegen dem Stirnband. Nein! Das ist auch so ein langes Stirnband. Das kann nur er sein. Es ist natürlich Deathstroke. Scheiße. 500 Punkte. Scheiße. Ja, dann bleibt ja nur noch übrig Avada Kefraga für 500. Oh, das darf doch nicht wahr sein, dass Harry Potter meine Rettung hier sein muss. Und Eves Harry Potter Fan. Wie steht's denn eigentlich? Es steht inzwischen 2200 Punkte für dich, ja. Eve, und 1000 Punkte für Alper. So schnell ganz gerne. Okay. Es ist aber, wie gesagt, es ist noch alles drin. Genau, es bleibt nur noch eine Frage übrig, und zwar Avada Kefraga für 500 Punkte. Und das ist eine Nacheinanderfrage. Ich bin so im Arsch. Ich will nicht mehr. Hiernach kannst du mich. Ich will nach Hause. Ich brauch so eine gut. Wärmedecke hier nach Berlin. Du hast gewonnen, du darfst wieder anfangen. Nennt mir nacheinander Figuren aus dem Harry Potter Universum. McGonagall. Ich schreibe McGonagall hin, okay? Ja. McGonagall ist natürlich richtig. Müssen wir immer Vor- und Zunamen sagen? Das kommt drauf an. Ist voll. Vielleicht reicht mir manchmal nur der Vorname. Okay. Dann sage ich Lord. Nein. Voldemort. Okay. Man soll seinen Namen nicht sagen. Ron Weasley. Ron ist natürlich richtig. Hermine Granger. Richtig. Ich hätte ihren Nachnamen nicht gewusst. Harry Potter. Das ist natürlich sehr offensichtlich. Snape. Snape. Severus Snape. Ist auch richtig. Dobby. Dobby ist natürlich auch richtig. Albus, Percival und so weiter, Dumbledore. Richtig. Lupin. Professor Lupin ist ebenfalls richtig. Ginny Weasley. Heißt sie so? Die heißt so. Wer ist Ginny? Die heißt auch so. Hör auf mich zu. Die heißt so. Sie heißt so. Ginny Weasley ist richtig. Hagrid. Hagrid. Den gibt's. Den komm, hör auf jetzt. So. Ist natürlich auch richtig. Du machst mich fertig. Alper. Hedwig. Hedwig ist natürlich auch eine Figur. In Harry Potter, das ist ein Dolores Umbridge. Dolores Umbridge! Oh nein, wollte ich jetzt sagen! Richtig! Das macht's schon direkt schwierig. Oh, ich bin so schlecht hier drin. Ich kann auch schon so die Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Monitoren so schreien hören. 50 Namen. Ich hab noch ein paar, tatsächlich. Ein paar habe ich noch. Ja? Ja, ein paar habe ich noch. Warte mal, lass mich mal kurz durchgehen. Ich will einfach nur noch weg hier. Es ist wirklich furchtbar. Absolut furchtbar. Gilt der Halbblutprinz? Ist das nicht eine Figur? Ich lasse dich noch mal antworten. Okay. Wen haben wir denn noch nicht? Grindelwald. Grindelwald ist natürlich richtig. Bellatrix Lestrange. Vollkommen. Du hast die erst vor kurzem richtig. Noch gesehen, ne? Ich habe auch vor einem Monat oder so ein Schurken-Ranking gemacht. Ah, deswegen kommen auch die ganzen Schurken von da. Ich habe halt wirklich, wann haben wir die Videos gemacht? Vor 3 Jahren oder sowas, ne? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, da habe ich die das letzte Mal alle gesehen, aber. Und trotzdem bin ich hier so miserabel. Und ich kann dir auch nicht sagen, warum. Wen haben wir denn noch nicht? Ich glaube, wir machen in Zukunft noch Harry Potter. Wir haben McGonagall noch gar nicht, oder? Nee, doch, ach, du hattest die erste. Scheiße. McGonagall zählt auch nicht übrigens. Tom Riddle. Tom Riddle? Ja. Na gut. Weiß hatte ich quasi schon. Draco Malfoy. Draco Malfoy ist natürlich richtig. Ja, und wie hießen die beiden Sidekicks? Und wie hieß nochmal die Freundin von Harry Potter, die er kurz hatte? Ihren Namen habe ich auch vergessen. Wie hieß nochmal Robert Pattinson? Oh, warte mal, wie hieß denn der? Ist das schrecklich? Ich will sterben. Ich will nicht mehr hier sein. Kann ich von meinen Eltern abgeholt werden?
Nee, leider nicht. Wie zur Hölle hießen denn Harry Potters Eltern? Thomas Potter. Nein, das war Batmans Vater, heißt Thomas. Wie ist denn nochmal Harry Potters Vater? Ich gebe dir noch 10 Sekunden Zeit, Alper. 10. Thomas Potter. Thomas Potter. Nein, das war nicht Thomas Potter. Es war Pommes Potter. Pommes Totter. Pommes Totter ist. Wie ist denn nochmal Harry Potters Vater, verdammte Scheiße? Der ist ich weiß es und ich sag's dir nicht. Es ist leider falsch, Alper. Wie hieß der Vater? Deshalb muss ich Eve die 500 Punkte geben. Und ich sage trotzdem nicht den Namen, weil ich glaube es zu wissen. Ich sag's stattdessen Mad-Eye Moody. Mad-Eye Moody wäre richtig gewesen. Was ich sage. Aber der Typ heißt James, glaube ich. Potter. James und Lily, oder? James und Lily. Ja. Ich sag Lily Potter. Nein, du bist ja schon raus. Ja. Damit steht es 2700 Punkte für Eve und 1000 Punkte für Alper. Kann ich das überhaupt noch gewinnen? Theoretisch kannst du es noch gewinnen. Und damit kommen wir zum Bonusrunde. Das tut mir leid, aber ich quäl euch heute noch mal mit einem Nacheinander. Oh Gott, und was jetzt? Ich bin miserabel da drin. Pro richtige Antwort gibt es 200 Punkte für euch. Und ich will von euch, dass ihr mir nacheinander Filme nennt aus den IMDb Top 50. Okay, ja, gut. Du darfst beginnen. Pulp Fiction. Pulp Fiction ist natürlich korrekt. Die Verurteilten. Die Verurteilten ist natürlich korrekt. Der Pate. Der Pate ist auch richtig. The Dark Knight. The Dark Knight ist natürlich auch richtig. Der Pate 2. Klar, ist auch richtig, der Pate 2. Die 12 Geschworenen. Die 12 Geschworenen ist auch richtig. Ihr könnt auch übrigens welche nehmen, die nicht in der Top 10 sind. Ja. Waren das gerade alles Top 10 Filme? Mhm. Waren wir bei den 12 Geschworenen nicht sicher. Schindlers Liste. Schindlers Liste ist richtig. Das hat mich jetzt schockiert. Sonst. Die 7 50. Samurai, das müsste auch ganz weit oben sein. Die 7 Samurai ist ebenfalls richtig. Oh Gott, ich glaube, The Good, The Bad and The Ugly. Also zwei glorreiche Halunken. Zwei glorreiche Halunken? Auch so, zwei glorreiche Halunken. Bestimmt. Auch richtig. 2001. 2001. Das ist richtig. Ja, ist er auch. Richtig. 20 hätte ich jetzt gesagt. Ja. Ist leider falsch. Ist nicht in den Top 50? Ist nicht in den Top 50. 2001 Odyssey im Weltraum ist nicht in den Top 50. Okay, aber das tut mir jetzt leid, weil das ist nicht. Also, wenn das die Antwort ist, auf der ich hier sterbe, dann ist das völlig legitim. Ja. damit kann ich. Na gut, aber das ist ja davor schon verloren. Die Harry Potter. Ja, das stimmt. Aber die Harry Potter-Frage, die würde ich gerne rausschneiden. Kann ich die bekommen und irgendwo begraben? Ich gratuliere. Ich bin immer noch außer Atem so. Ich bin das war Leistungssport. Also, nee, also wirklich, was heute mein Untergang war, waren die 500-Punkte-Fragen, weil du hast, glaube ich, alle gewonnen. Der Endpunktestand beträgt 3700 Punkte für Eve. Okay. Und danke schön fürs Moderieren, Jonas. Bitteschön. Schön, dass du da warst. Und 1800 Punkte für Alper. Ja, mal zwei und dann hätte ich trotzdem verloren. Oh ja. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hiermit erhältst du eine Handvoll Donuts. Oh, danke. Aber ich werde die so krass nicht alleine essen. Das ist auch, also wenn du das isst. Ich glaube, ich werde davon einen essen und dann bin ich schon irgendwie in einem halben Koma. Das trifft es ungefähr, ja. Oh, wow. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen und ihr solltet jetzt weitere Videos anschauen. Guckt zum Beispiel bei Eve bei Moviepilot vorbei, das haben wir hier verlinkt. Oder schaut einfach die letzte Folge für Handvoll Donuts, wo Marco gegen mich angetreten ist. Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht auch bald wieder hier sehen. Sehr gerne. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, muss ich sagen. Es war wirklich wahnsinnig cool, bei euch zu sein. Vielen Dank. Ich fand's furchtbar. Ja, okay. Das tut mir leid. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.